Und willkommen zurück zu Dead Space Extraction. Ich habe jetzt hier in der Kanalisation kurz vorm Ende Schluss gemacht. Und jetzt geht's weiter. Yeah. Und ihr werdet sehen, was uns jetzt hier erwartet. Viele Kisten, ein großer Raum. Sieht doch schon mal sehr auffällig aus. Viel Munition haben wir hier auch zum Sammeln, wie ihr seht. There's a thousand crew on this ship. Wastewater has to go somewhere. Hello there! Freeze! I'm not going anywhere. And there's no need to point that thing at me. Who are you? Dr. Howell, agricultural engineer. And relax, that isn't grey water. We're below hydroponics. What you smell is nutrient effluence. Who are you? Sergeant Weller, ship security. What are you doing here? There was some kind of fight in hydroponics, and I heard on the radio about an attack through the vents. I decided to wait down here till security gave the all clear. Is that why you're here? Not exactly, Doctor. Why don't you get up here and tell me what's going on? Come and dry off. You must be wet through. Best bloody idea I've heard in a long time. So, wie konnte es anders sein? Ein riesiger Boss wartet hier auf uns. Der erste von Extraction. Ja, das ist The Urchin. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, was das heißen könnte. Das heißt so viel übersetzt wie Seeigel, wenn ich das jetzt richtig übersetzt habe. Den müssen wir auf diese komischen Tentakel, auf diese hellen Stellen schießen. Ansonsten schlägt er uns. Da ich jetzt gerade mit Munitionskisten sammeln beschäftigt bin, hat auch sehr viel Erfolg damit. Jetzt müssen wir hier hochlaufen. Wieder auf die Tentakel schießen. Da empfehle ich am besten die Pulse Rifle, weil ihr da wie gesagt mehr Möglichkeiten habt, hintereinander wegzuschießen. Jetzt haben wir uns kurz mal umgeschaut. Jetzt müssen wir das Stase auf den Ventilator wirken. Was jetzt wohl nicht ganz geklappt hat. Jetzt müssen wir das ganze Prozedere nochmal wiederholen. Ja, das war wohl nix. Ich laufe auf die andere Seite. Na los. Schieß wieder auf die Tentakel. Jetzt habe ich das Ding gestunt. Jetzt sammle ich da noch schnell das Midi-Pack auf. Jetzt steckt er seine Tentakel hier rein, die werden abgeschnitten. Und somit haben wir die erste Tentakel geschafft. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal wiederholen. So, den Tentakel immer weiter anschießen. Ihr seht, das ist ein ganz einfaches Prinzip. Das macht jetzt so lange, bis sich McNeil wieder selbstständig in Bewegung setzt. Dann müssen wir die Tentakel wieder aufhalten, die uns hier das Leben erschweren will. Jetzt wieder Stase drauf wirken, durchklettern. Da wartet dann immer ein Medipack auf uns. Und somit ist die zweite Tentakel jetzt auch ab. Jetzt rennen wir hier wieder raus. Der Urchin hat keine Chance gegen uns. Wir machen ihn fertig. So. Jetzt haben wir ihn ziemlich verärgert.
Jetzt zeigt er sich wenigstens mal. Jetzt kommt hier so ein Kanister raus. Zieht er mich nicht zu sich ran. Jetzt müssen wir hier drauf schießen, damit er loslässt. Wieder zurückkrabbeln. Normalerweise müssen wir die Tonne da nehmen. Und auf den Tentakel schmeißen. Das war jetzt die erste. So. Aber das war jetzt wieder nix. Ach ja. Das ist der sogenannte Vorführeffekt. Ja. Ja, jetzt aufs Maul schießen, damit er wieder loslässt. Und da habe ich die nächste Tentakel erwischt. Jetzt habe ich nichts mehr zum Nachladen, also ist meine Munition fast alle. So. Und der Urchin ist besiegt. Hoffe ich jetzt jedenfalls. Ja, sieht gut aus. Is it dead? How about we don't hang around to find out? Oh, fuck you, Weller. It was a simple bloody question. Yes or no would have sufficed. Hey, that's enough. Look, there's a hatch in the roof. The doc said hydroponics was above us, right? Assuming she was telling the truth. You want to stay here? You go right ahead. I'm getting out. So, und damit haben wir das sechste Kapitel abgeschlossen, haben den Urchin in den Arsch getreten. Ja, ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal im siebten Kapitel wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.